sagen, es ist zum Verzweifeln. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen mit Alexander Rakic für seinen nächsten Top 5 UFC-Kampf. Und die Gyms haben zu. Wir können nicht ins Gym, wir können nicht wie gewohnt unser Kraft- und Konditionstraining machen. Aber wir müssen jetzt nicht verzweifeln. Wir haben das Gym einfach nach Hause gebracht und haben uns vom Alu Sports Club eine Maschine ausgeborgt. Das Flywheel von Eccentric kommt aus Schweden. Ein sehr modernes und, sage ich mal, ungewohntes Trainingsgerät. Aber schaut euch mal an, was wir damit für Übungen machen können. Der High Pull, diese Übung kennt ihr schon aus dem olympischen Gewichtheben, hat Alex schon einige Male mit der Langhantel gemacht. Hier an der Eccentric Maschine ein wenig anders. Die Maschine zieht nämlich im selben Ausmaß, wie man Kraft nach oben investiert hat, auch wieder hinunter. Das heißt, die Abwärtsbewegung wird richtig fies, sage ich mal. Das brennt richtig und da kann ich euch sagen, die Langhantel kann das nicht. Das ist ein riesen Unterschied. Und wie ist? Gut, geil. Zieh dich runter. Ja. Aber schön runter. Aber gut, ja. Sehr anstrengend, mal was Neues. Gute neue Reize setzen. Ich finde, simuliert vor allem den Clinch und den Ringen. Weil der Gegner drückt auch mal runter, mal rauf, mal links, mal rechts. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ja, auch eine gewohnte Bewegung zumindest, die Hip Extension hier in der Ausgangsposition des Boxens. Schaut relativ easy aus, ist aber super dynamisch. Man sieht ja die Belastung, die hier auch wieder nach unten hin von der Maschine kommt, in diesem Video gar nicht, wie intensiv das auf die Hüfte wirkt. Also das hat es richtig in sich. Diese Übung ist wirklich schwer mit anderen Geräten zu imitieren. Klassische vorgebeugte Rudern, hier an der Maschine deutlich anders, das Flywheel reagiert ganz anders. Das zerrt an euren Bizeps wie ein Heavyweight Wrestler. Das hat eine ganz, ganz andere dynamische Belastung auf den Armen und am Rücken. Richtig gut. Im Vergleich, das fühlt sich an, wie dass man jetzt 180, 190, 200 Kilo vorgebeugtes Rudern macht. Echt, die Anstrengung ist, die Abwärtsbewegung ist viel anstrengender als die Aufwärtsbewegung. Das ist halt mega bei dem Teil. Mit Langhantel? Das hat man mit der Langhantel gar nicht. Oder nicht so schlimm wie bei der Box. Für MMA sinnvoll, glaubst du? Sehr, weil du musst Kräfte bewegen können in jede Richtung. Du musst sie kontrollieren, du musst nach rauf drücken, runter drücken, zur Seite. Also fürs MMA ist es, macht schon Sinn zu trainieren mit dem. Das Flywheel von Eccentric ist mit Sicherheit ein tolles neues Tool, das ihr in euer Training einsetzen könnt. Ihr solltet das auf jeden Fall ausprobieren. Es gibt wenige Gyms, die das haben in Wien oder beziehungsweise Österreich. Aber das Malu zum Beispiel hat es, Malu Sports Club, mein Headquarter, wo wir mit Alex immer trainieren. Und ihr könnt euch das Teil auch auf der Webseite www.pulsch.de anschauen. Dort haben wir es nämlich auch her und das ist ein ziemlich guter Shop, würde ich mal sagen, für Functional Fitness Geräte, Langhantel und alles Mögliche. Fertig. Training fertig. Gott. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wurde ein wenig inspiriert. Bitte hinterlasst doch ein Like für dieses Video und abonniert diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.